Also ich persönlich finde es ziemlich interessant, dass es damals in der Antike diese Götter gab wie Mammon und Kronos, welche ja für Geld und für die Zeit steht oder für das, dass die Menschen unter dem Zeitdruck leben oder in irgendwelchen Zeitsystemen gefangen gehalten sind. Ja, es ist schon seltsam, dass wir heute diese Götter nicht mehr haben oder diese Gottheiten, weil sie sind, was auch Carl Gustav Jung, denke ich, gemeint hat, sie sind Methoden, um geistige Zustände, geistige Freiheit zu erlangen. Und wenn man das halt eben in solchen Bildern verpackt, dann lässt sich das einfacher durchdenken und man hat leichter ein Kommunikationsmittel. Und diese zwei Wesen, wie auch immer man sie nennen will, da fragt sich doch wirklich, warum sind die heute nicht mehr so präsent? Wieso denken die Menschen heute nicht mehr so sehr über die nach? Ich denke, die Menschen denken schon ziemlich viel über diese nach, die sich mit Mythologie befassen. Aber die anderen Menschen, die davon halt nichts wissen, die können diese Bilder halt nicht nutzen. Und das ist, denke ich, persönlich tragisch. Und da geht es gar nicht so um, ja, um das erste der 10 Gebote, sondern da geht es darum, dass man eine Methode hat, um sich das Ganze zu verbildlichen. Weil unter den ganzen Religionen, die es eigentlich gibt, gibt es keine Gesetzmäßigkeit, die diese Götter verbietet. Es ist ja so, dass diese Religionen sagen, dass man diese zwei beispielsweise wie Kronos und Mammon nicht über den Schöpfer stellen soll. Und wenn man das dann verbindet, denke ich, kommt man zu der Lösung und zu diesem einschlägigen Erkennen, dass dieser Kronos und dieser Mammon, dass diese zwei Wesen unter dem Schöpfer eingeordnet werden müssen und dass man eher gottesfürchtig sein muss oder ja eher dem Schöpfer den höchsten Platz lässt in seinem Geist, als Mammon und Kronos diesen Platz einnehmen zu lassen. Ihr könnt euch, denke ich, vorstellen, was es bedeutet, wenn man Kronos und Mammon über dem Schöpfer einordnet. Aber es ist eben auch so bezeichnend, dass man den Schöpfer als höchste Spitze einordnet, weil den Schöpfer als höchste Spitze, als heilige Ordnung zu sehen, impliziert, dass man eine geistige Gesundheit hat, die ja auf die eben Carl Gustav Jung so tief auch eingegangen ist in seiner Theorie über das Unterbewusstsein und über seine eigene Definition der Libido. Und ja.